führt klar mit 35 Punkten vor Severin Freund. Jetzt Johann André Pfoffer. Der Angriff aufs Podest von ihm. Er ist ja ganz knapp hinter Stefan Kraft auf Rang 4. Wieder das etwas andere Fluggerät, also er da bildet und weit hinauskommt. Zu weit. Er kann da nicht stehen bleiben. Er kann nicht. Es ist zu viel Druck. Und diese Beschwerde an die Jury für diesen Startzeitpunkt, den er da jetzt hatte, so interpretiere ich seine erste Reaktion, ist als spontane Reaktion dann einfach mal zu registrieren. 240 Meter. Ja, er kann nicht stehen bleiben, weil er Toni auch ein bisschen hoch noch war und weil seine ganze Flughaltung dann eine andere ist als bei vielen anderen. Ja, der war jetzt unheimlich hoch unten, war ein toller Sprung, hat natürlich auch entsprechenden Wind gehabt. Und dann ist diese Reibung, die entsteht, während er landet, der Druck, der sinkt da ein bisschen ein. Manche hat dann ein Riesenglück gehabt. Es zeigt uns aber eines, dass bei solchen Windbedingungen es sehr, sehr schwer einzuschätzen ist, wie weit die Flüge wirklich gehen werden, weil das System Springer, er freut sich, er ist voll gepumpt mit Euphorie natürlich nach so einem Flug, hat möglicherweise eine Medaille hier verloren durch den Sturz, aber er genießt einfach den Flug noch nach, obwohl er da wackelnd rausgeht. Unwahrscheinlich. Ja, er ist 10 Meter weitergekommen als jemals zuvor. Ob das wirklich nur Freude war, ich habe da meine Zweifel. Und wenn das jetzt wirklich alles so ist, dann ist jetzt eine Anlaufverkürzung eigentlich ein Muss. Wenn man wirklich so schwer einschätzen kann, wie weit es geht. Und das sieht furchtbar aus. Ganz furchtbar. Und dass er dann einfach hier rausspaziert jetzt, ist schon ein kleines Wunder.